Hey Leute, ich bin's wieder, Björn von Tennis Point, und ich hatte euch ja vor einiger Zeit schon mal Top 5 Rackets für Freizeitspieler und Top 5 Rackets für Clubspieler vorgestellt. Also, was fehlt da noch? Genau, die Top 5 Rackets für Turnierspieler. Also, dranbleiben lohnt sich und los geht's. Als ersten Schläger habe ich hier für euch den Babolat Pure Aero. Dieser ist natürlich nicht nur designtechnisch ein totaler Hingucker, sondern auch unter den Topspin-Modellen ein ganz klarer Klassiker. Der Schläger hat einen 100er Kopf, wiegt 300 Gramm, hat einen ausgewogenen Balancepunkt von 320 mm und ein 16-19er Seitenbild. Der Schläger ist somit perfekt für Spieler, welche viel Spin und Power in ihrem Spiel haben wollen. Aber natürlich muss man auch bei der Kontrolle dafür ein paar Abstriche machen. Und zwar liegt das an der dicken Rahmenbreite. Aber mehr dazu natürlich auch nochmal gerne hier oben im Racket-Test. Ebenfalls ein Top-Racket für Turnierspieler ist natürlich Alexander Zverevs Head Gravity Pro. Dieser kommt in seinem speziellen Flip-Design, bedeutet auf der einen Seite ist der Schläger türkis und auf der anderen Seite Korall. Zudem hat der Schläger einen 100er Kopf, ein 18-20er Seitenbild, und das Besondere an diesem Schläger ist vor allem die tropfenförmige Schlägerkopfform. Diese Form sorgt dafür, dass der ganze Schlägerkopf im oberen Teil ein bisschen breiter ist, anstatt im unteren Teil, und das sorgt wiederum dafür, dass der gesamte Sweet Spot von der Mitte weiter nach oben gewandert ist. Unbeseitigt wiegt der Schläger 315 Gramm, er hat einen Balancepunkt von 315 mm und ist im Gesamten ein sehr kontrolllastiger Schläger. Also vor allem für alle Spieler, welche eine gute Technik haben und mit dem Gewicht von 315 Gramm gut umgehen können. Als nächsten Schläger habe ich dort den Wilson Blade 98 mit einem 16-19er Seitenbild. Der Schläger hat das typische Wilson Blade Design, beziehungsweise er besitzt die typische Wilson Blade Farbe. Einmal hier oben am Schlägerkopf und rechts und links an den Rahmenseiten sind die jeweils grau. Die Daten des Schlägers sind folgendermaßen, und zwar, wie der Name schon sagt, der Schläger besitzt einen 98er Kopf. Er hat ein 16-19er Seitenbild, wiegt ganze 305 Gramm und hat einen Balancepunkt von 320 mm. Generell bietet der Schläger eine gute Mischung aus Power und Kontrolle. Wer aber noch mehr Kontrolle haben möchte, der sollte vielleicht auf denselben Schläger mit dem 18-20er Seitenbild zurückgreifen. Dann habe ich für euch noch ein weiteres Head Racket, und zwar den Head Raffine 360 Radical MP. Dieser ist designtechnisch sehr schlicht in einem Grau, besitzt natürlich die typischen orangen Akzente hier unten im Schlägerherz und hier oben der Head-Schriftzug im Schlägerkopf. Der Schläger besitzt einen 98er Kopf, hat ein 16-19er Seitenbild, wiegt 295 Gramm und ist somit der leichteste Schläger aus der gesamten Runde hier. Außerdem hat er einen ausgewogenen Balancepunkt von 320 mm und trotzdem, dass er hier der leichteste ist, ist er gut zu kontrollieren und bietet, egal ob Herren oder Damen, ausreichend Power. Kommen wir jetzt aber schon zum letzten Schläger, und zwar ist das der Yonex V-Core 98, der Schläger von Angelique Kerber. Ich denke mal, jeder kennt ihn. In dem Design Galaxy Black, also im Grunde ein schwarzes, schlichtes Design, wirkt dadurch aber, finde ich, sehr edel. Der Schläger hat einen 98er Kopf, wiegt 305 Gramm und hat ein 16-19er Seitenbild. Zudem besitzt der Schläger einen Balancepunkt von 325 mm und somit ist der Schläger leicht kopflastig. Im Gesamten ist der Schläger für jeden etwas, der einmal Kontrolle im Schlag sucht, aber auch die Power im Spiel erreichen möchte. Für die Damen könnte der Schläger eventuell ein bisschen zu schwer sein mit 305 Gramm. Diesen ganzen Schläger gibt es aber auch nochmal in der leichteren Variante mit 285 Gramm. Also, das war's mit dem Video zu den Top 5 Turnier-Rackets. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wenn das so ist, dann schaut gerne mal unten in der Beschreibung vorbei. Dort sind natürlich alle Schläger wieder verlinkt. Und schaut mal auf unserem Kanal vorbei. Dort gibt es nämlich zu fast jedem Racket auch einen Racket-Test. Also, schaut es euch gerne an und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Advantage you.